Diese Schilder sind bekannt. Milch braucht einen fairen Preis, 40 Cent. Viele Jahre lang nur ein frommer Wunsch der Bauern. Aber jetzt tut sich was. Haag in Oberbayern. Milchanlieferung bei der Molkerei Jäger. Hier gibt es jetzt für jeden Liter sogar 42 Cent und mehr. Ja, genau. Wir haben eine Prämie eingeführt für eine Steigerung von 2 Cent. Kriegt jeder Bauer, der mehr als im Vorjahr liefert, auf die Zusatzmenge 2 Cent extra. Weil wir brauchen Lieferanten, die Milch liefern und nicht den Hof aufgeben. Der Hintergrund? Die Welt hat Durst auf Milch, vor allem Asien. Die Milchproduktion in Deutschland und anderen Ländern ist dagegen zurückgegangen, sagen Marktbeobachter wie Hans-Jürgen Säuferlein. Der Preis an der Milchbörse ist deswegen jetzt sogar auf über 50 Cent pro Liter gestiegen. Wir werden eine eher rückläufige Milcherzeugung haben. Das Wort Überversorgung, zu viel Milch vielleicht nicht mehr so häufig verwenden. Von daher haben wir eine neue Situation. So schaut Standardkäse für den Weltmarkt aus. Den kann auch die Molkerei Jäger zurzeit besonders teuer verkaufen. Aber in Bayern gehen die meisten Milchprodukte an den Einzelhandel. Ja, das ist eben genau unser Problem. Wir machen viel für Discounter, Supermarktketten in ganz Europa mit langfristigen Verträgen bis zu einem Jahr. Da müssen wir warten, bis der Vertrag aus ist, um neue Preisverhandlungen machen zu können. Das ist zum Beispiel unser Kaschkawal, der hauptsächlich in Deutschland verkauft wird und in Rumänien, Bulgarien an Discount. Und da müssen wir einfach Geduld haben. Das ist jetzt das schlechteste Geschäft, so gesehen. Auch Molkereien brauchen viel Erdgas. Ihre Energiekosten steigen. Das treibt die Preise von Milchprodukten zusätzlich in die Höhe. Doch die Lebensmittelkonzerne versprechen in ihrer Werbung, die Inflation komme bei ihnen nicht an. Ob das funktionieren kann, es gibt Zweifel. Das kommt und wird zweistellig sein. Also ich kann mir vorstellen, 10-20% Inflationsrate im Verbrauchergut werden wir heuer noch im Frühling kriegen. Wo die Preise für Käse und Butter am Ende wirklich landen, wird sich zeigen. Aber klar scheint, billiger wird es erstmal nicht. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.